Ganz schön, ja. Wie war die Nacht schüchtern? Wie immer, spät. War lang. Der Chef da? Den habe ich eben noch kurz gesehen, wo er ins Büro kam. Ach so, okay. Aber nochmal, apropos Daniel, ist so ein geiler Typ, ne? Menschlich wie fachlich einfach nur top. Ich bin echt froh, dass ich an den geraten bin. Ich würde mich aber jetzt auch gerne schlafen legen. Ja, ich muss auch los. Ach, übrigens, Chef. Wir haben noch mal darüber geredet, dass wir ihn zum Essen einladen, ne? Zum ja. Würde ich gerne morgen machen, wenn das okay ist. Schön kurzfristig, ne? Aber klar, mach ich. Ja? Ja, ja. Alles bis nachher. Viel Spaß in der Schule und bleib anständig. Danke. Also, der Dani ist ein echt klasse Typ. Ich glaube, dein Vater ist auch ein richtig, richtig großer Fan von ihm, wie du. Wie dich das amüsiert. Ja, du bist richtig witzig. Was ist denn los? Hast du heute schlechte Laune oder was? Guck mal, es ist einfach total scheiße, ja? Daniel hat sich das ganze Wochenende nicht bei mir gemeldet. Nicht ein einziges Mal. Nichts, nichts, keine Nachricht, nichts. Gut, kann sein, dass er einfach deinen Kuss bereut hat und nein. Verstanden hat. Doch, nein. Er hat vielleicht verstanden, dass ihr einfach einen viel zu großen Altersunterschied habt, okay? Und ich meine, er ist immer noch der Chef deines Vaters. Hallo? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Dafür war es viel zu intensiv und es hat sich auch verdammt gut angefühlt. Das bereut er nicht. Mein Schatz, mach dir jetzt bitte keine Gedanken. Wir müssen jetzt wirklich zur Schule, okay? Komm. Let's go. Du, ich kann nicht in die Schule. Emma? Das geht nicht. Ich kann nicht in die Schule. Guck mal, ich. Was musst du denn machen? Sag bitte, dass ich einen Attest habe. Ich muss das mit ihm klären. Guck mal, ich komme auch direkt danach zur Schule, okay? Ich beeile mich wirklich, aber. Okay. Bitte. Aber pass auf dich auf, ja? Mari, ich hab dich lieber. Ich dich auch. Ich muss mich auch beeilen. Ich bin spät ja. Dran. Renn schon. Renn. Verpass kein Matze. Ich habe diese Ungewissheit einfach nicht mehr ausgehalten. Ich meine, was ist das denn für ein scheiß Abfuck? Das ist doch nicht normal, dass man sich küsst und dann zwei Tage lang nicht mehr meldet. Deswegen, ich musste sofort mit ihm reden. Vor allen Dingen, weil ich wusste, Papa ist gerade von der Nachtschicht gekommen. Das heißt, er kann nicht in der Firma irgendwo rumtouren. Auf der einen Seite konnte ich es kaum abwarten, endlich mit Daniel über den Kuss zu reden. Und ich habe auch echt gehofft, dass wir einfach da weitermachen können, wo wir Freitag aufgehört haben. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch verdammt Sorge, dass Ele vielleicht doch recht hat und Daniel der Kuss einfach verdammt unangenehm war oder so. Na, du heißt? Sorry, es tut mir voll leid. Ich wusste nicht, dass hier irgendwer ist. Warte doch mal kurz, Frau Reider. Herr Hamann, Frau Ponte, das ist Frau Reider. Sie ist hallo, hier in der Assistenz. Hallo, Ponte. Hallo. Hallo. Frau Reider, kommen Sie. Sie kennen sich doch super mit Laptops aus. Ja. Yeah. Und irgendwie, die IT ist heute nicht im Haus, der Drucker spinnt und ich. Verstehe nicht. Vielleicht können Sie einmal drüber schauen, warum das hier nicht funktioniert. Eigentlich sollte das ohne Probleme laufen, aber. Ja, das habe ich auch schon probiert, aber irgendwie hat es. Okay. Ich glaube, jetzt. Wow. Müsste es gleich wieder gehen. Okay. Ja, das sieht richtig aus. Okay. Dann müssen gleich die. Aus dem Drucker kommen, ja? Wow, super. Also, sehen Sie, vielen Dank, Frau Reider. Dann, gerne. Warten Sie, wollen Sie nicht gleich noch Protokoll führen? Wir haben ein paar wichtige Sachen zu besprechen. Das wäre echt gut, wenn Sie Protokoll führen könnten. Klar, super gerne. Ich hole gerade die klar. Sachen. Und ja, super. Danke schön. Direkt wieder zurück, ja? Boah, super. Klar, war mir das super unangenehm, wie ich da voller Tatendrang ins Büro reingeplatzt bin.
aber Daniels Reaktion hat mir einfach nur gezeigt, dass er den Kuss ja nicht so schlimm gefunden haben konnte. Und ja, er wollte mich dann sogar bei dieser Besprechung dabei haben. Wie krass ist das bitte? Also, am Wochenende hat er wahrscheinlich einfach nur verdammt viel zu tun gehabt. Dann, das ist erstmal alles an Informationen, was ich Ihnen geben kann. Tut mir nochmal leid wegen dem Fauxpas von der Technik. Ist gut, gar kein Problem. Technik kann passieren. Ja. Vielen herzlichen Dank auch Ihnen, Frau Reiner. Ja, Frau Reiner hat da wirklich uns große Schlamassel erspart. Wir schauen erspart. In Ruhe nochmal drüber und wir melden uns dann. Alles klar, so machen wir es. Ja, dann würde mich echt freuen, wenn das zustande kommt. Vielen Dank. Dann begleite ich Sie nochmal raus hier. Ich gebe dir das nochmal direkt. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Ja. Wir finden allein raus. Ja, einfach einmal hier um die Ecke und geradeaus durch. Wissen Sie. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele heiße Gedanken ich hatte, während Daniel diese Präsentation gehalten hat. Der Typ ist einfach Jackpot. Er ist so souverän, so selbstbewusst, so heiß, so charmant, so alles. Er ist einfach perfekt. Er ist mein Traummann. Was ist los? Fuck. Denkst du wirklich, die würden jemanden, der nicht mal den Drucker zum Laufen bekommt, irgendein großes Projekt geben? Guck mal. Das war echt, ich weiß nicht, was los war. Das darf einfach nicht passieren. Mach dir bitte nicht so einen Kopf. Der Anfang war holprig, ja, bin ich ganz bei dir. Aber danach hast du dir voll in deinen Bann gezogen. Danach war doch alles super, du hast ein geiles Projekt und so. Also mach dir ja nicht so einen Kopf, okay? Das ist echt lieb von dir, dass du mich noch versuchst so aufzumuntern und auch mit deiner Unterstützung vorhin. Ich weiß nicht, was ich auch noch nicht gemacht hätte. Sehr gerne. Du, aber weswegen ich eigentlich in dein Büro gekommen bin, ist, ich wollte mit dir noch mal reden wegen Freitag. Guck mal, du hast dich nach dem Kurs gar nicht mehr bei mir gemeldet. Es kam nichts, nicht mal eine Nachricht, gar nichts. Warum? Schau mal, Emma. Also es tut mir ehrlich leid und das hat auch wirklich nicht so viel mit dir zu tun, aber es ist wirklich besser, wenn wir das beenden. Beenden? Der Kuss, der war einfach ein Fehler und du musst verstehen, dein Vater arbeitet hier, ich arbeite hier, du arbeitest hier, das kann einfach nur schief gehen. Ich sehe das komplett anders. Aber das... Das funktioniert... Warte mal ganz kurz. Quatsch. Ich muss da rangehen. Tut mir leid. Deine Bänder? Ja. Ja, genau. Ich glaube, Daniel muss ferngesteuert gewesen sein, als er mir gesagt hat, dass der Kuss eine einmalige Sache gewesen sein soll. Das kam definitiv nicht von ihm. Ich meine, ich habe doch gesehen, wie er mich die ganze Zeit angeguckt hat und wie angespannt er war. Also, mir war auf jeden Fall klar, die Sache ist noch nicht vom Tisch und ja, mal gucken, was noch kommen wird. Ich war mir sicher, es wird sich lohnen, die Schule doch weiter zu schwänzen, obwohl ich eigentlich vorhatte, weniger zu schwänzen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie lange ich vor Daniels Büro gewartet habe. Aber ich wollte noch mal mit ihm reden und ihm klar machen, dass ich weiß, dass er auf mich steht. Und ja, was soll ich sagen, ne? Das Warten hat sich gelohnt. Wow. Daniel, können wir bitte jetzt noch mal reden? Warte mal, das Telefon. Ja, das ist mir egal, ob das Telefon wählt. Ich habe keinen Bock, mich von dir so behandeln zu lassen. Irgendwann. Nein! Du machst es die ganze Zeit schon, stimmt mir. Warte, das ist der Ding von heute Morgen. Warte mal. Deine Bänder? Herr Hammer! Ja. Ja, klar. Ja. Ja, das würde ich schaffen. Ja, wow. Okay, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ne, gerne. Dann machen wir das so. Ja, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ehrlich, ja, weiß ich sehr zu schätzen. Dankeschön. Und ich melde mich einfach bei Ihnen. Ja, danke schön. Danke. Wiederhören. Und? Oh mein Gott. Hm? Was hat er gesagt? Hallo, ich bin auch neugierig. Wir haben's! Wir haben! Echt jetzt? Mhm. Echt jetzt? Wir haben's! Yeah. Oh mein Gott. Oh. Boah, ich bin so erleichtert. Ey, du weißt gar nicht, was das bedeutet. Für die Firma, für die ganzen Mitarbeiter. Für dich, für mich. Ich hab dir gesagt, es war gut. Ich hab dir gesagt, du sollst gut. Ich glaube, ich sollte dich jetzt öfter
so Meetings mitnehmen. Ja. Danke. Ohne dich wäre das echt nicht möglich gewesen. Sehr gerne. Ich habe immer noch an meinem ganzen Körper ein Kribbeln, wenn ich an unseren ersten Sex denke. Ich meine, es gibt romantischere Orte als im Büro, aber dieser Sex war so voller Leidenschaft und voller Hingabe und er war viel heißer als in meinen heißesten Träumen. Habe ich meine Sporteinheit heute schon gemacht, ja? Mhm, ich glaube auch. Boah, dann hast du meinen Start gesehen? Ja, das ist so. Hast du irgendwie hier verloren, ja. Mal für das Gefecht. So, meinst du, wir waren zu laut? Zu laut? Ja. Das war schon ein bisschen laut, oder? Also, guck mal, die sind doch alle also Mager. Warum sollten wir uns gehört haben? Und außerdem hatte so ich das wie eben. Du geschrien haben. Eben hatte ich das auch nicht gestört, ja? Also. Das war noch was anderes. Mhm. Was ist manchmal passiert, dass so ein Eifer des Gefechts. Okay, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Ordnung machen. Sonst. Der ist auch schon ganz schön weit geflogen, ne? Ja. So wie mein Shirt vorhin. Aber, sag mal, wieso trägst du sowas eigentlich? Findest du das schick mit den ganzen Glitzerstreifen? Was ist los? Ach du Scheiße. Ist das mein Vater? Nein, das kann nicht sein. Der kommt doch später. Ach du, das ist echt dein Vater. Ach, wenn denn, ey, Emma, wir müssen das hier alles. Wenn denn, keine Ahnung, wie das hier. Ja, Schatz, ich weiß jetzt auch nicht, ob Emma von der Schule aus direkt zur Arbeit gefahren ist. Ja, aber ich kann ja Daniel mal fragen. Ja, ich bin extra ein bisschen früher zur Arbeit gekommen, damit ich ihn noch persönlich erwische. Damit ich ihn für morgen zum Essen einladen kann, hier für die Beförderung und so. Ja. Ja. Lass mich doch erst mal gucken, ob er überhaupt morgen Zeit hat. Scheiße, auch wirklich. Geh runter, geh runter. Hi. Hi, sorry für die Störung. Alles gut? Ja. Komm rein. Was gibt's? Ich bin ein bisschen aus der Puste, ein bisschen Liegestütze gemacht, weißt du? Ja. Ein bisschen fit halten im Büro. Okay, alles klar. Ja. Ich bin ein bisschen früher gekommen, weil als Chef solltest du auch erreichbar sein. Ja. Ja. Also, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Svenja und ich würden dich gerne zu uns nach Hause zum Essen einladen. Mhm. Als Dank für die Beförderung, ja, für das entgegengesetzte Vertrauen. Ja, hört sich doch super an. Ja? Ja, würde ich gerne, würd ich gerne annehmen. Wäre cool, wenn das einrichten. Also so für morgen. Natürlich. Können wir gerne. Uhrzeit. Sag mal, ich wollte sowieso in die Lagerhalle gehen. Ich habe da noch ein paar Paletten stehen und muss mit ein paar Mitarbeitern sprechen. Willst du mich einfach begleiten? Ja, klar. Dann können wir es da auf dem Weg. Ne? Wir müssen uns hier gar nicht lange aufhalten. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir. Was ich schon fragen wollte, hast du Emma heute gesehen? Ich habe sie gesehen, aber ich glaube, sie hat schon Feierabend gemacht. Ah, okay. Ja? Ja, die wird schon auftauchen. Alles klar. Ja, auf jeden Fall super, dass du das einrichten kannst. Wir morgen Zeit machen, weil wir gleich wieder. Ja, ganz entspannt. Nur Rollen. Ich kann mich reinnehmen. Das war ganz schön knapp. Ich meine, fast hätte ich unter diesem beschissenen Schreibtisch einen Krampf im Bein bekommen. Aber ey, diese Nummer war einfach unnormal geil. Boah, Köln und Parkplätze, ne? Ich sag's dir. Ja. Katastrophe. So mal kann man schwierig. Echt nicht machen. Ja gut, aber besser so, als dass uns jemand erwischt und ein bisschen nach Hause begleiten wollte ich dich ja auch noch. Das ist voll süß von dir. Ja, sehr gerne. Und ich werde dich vor allen Dingen voll vermissen, jetzt, wo wir uns morgen nicht auf der Arbeit sehen. Ach ja. Wobei, aber abends ist das Essen. Stimmt. Da sehen wir uns schon. Guck mal, deswegen wollte ich mal mit dir sprechen. Weil? Du weißt ja, ich mag dich und ich mag dich echt. Aber da gibt's eine Sache, darüber müssen wir noch mal sprechen, bevor das auch morgen Abend mit dem Essen ist. Ich will nicht, dass deine Eltern irgendwas davon mitbekommen. Das ist mir ganz wichtig, weißt du? Ich habe deinen Vater gerade befördert, du bist meine Mitarbeiterin, nicht nur deine Familie, wenn das bei mir in der Firma rumläuft. Das wäre echt nicht so gut. Deswegen würde ich dich echt drum bitten. Also es hat wirklich nichts mit dir zu tun. Nein, guck mich nicht so an, das hat nichts mit dir zu tun, okay? Ja, ich sag nichts. Okay? Okay. Versprochen.
bringen? Gerne. Komm gut nach Hause. Du auch. Bis morgen. Ich war in dem Moment einfach der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Ich meine, ich hätte die ganze Erde umarmen können. So, und da habe ich mir einfach keine Gedanken darüber gemacht, ob Daniel jetzt weiß, dass ich noch 17 bin und noch zur Schule gehe. So, Fakt war, ich wusste, er stand auf mich und er konnte mir nicht widerstehen. Elif! Elif! Was ist los? Hi! Warte! Was ist los mit dir? Okay, ich muss dir was erzählen. Okay. Ich muss dir was erzählen. Ja? Daniel und ich hatten Sex. Nein, hattet ihr nicht! Was? Das war richtig, richtig gut. Ey, es war so gut, du hast keine Ahnung. Okay, warte. Er weiß also, dass du 17 bist und dass du keine Uni-Studentin bist, sondern eine Schülerin? Nein, weiß er nicht. Aber guck mal, beruhig dich bitte. Ich werde es ihm noch erzählen, okay? Mhm. Aber gerade ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Dafür ist nie der richtige Zeitpunkt. Nein, aber guck mal, ich weiß doch gar nicht. Warte mal bitte. Ich weiß doch gar nicht, was das zwischen uns ist. Und ich will gerade einfach diesen Moment genießen und es ist einfach richtig schön mit ihm. Okay. War er denn gut? Er war richtig gut. Oh, du hast keine Ahnung. Natürlich habe ich mich für Emma gefreut. Ich meine, ich wünsche ihr das Beste dieser ganzen Welt. Aber meine Sorge war einfach, dass sie ihre ganzen Lügen nicht mehr im Überblick hat. Aber ich wollte jetzt auch nicht den Spielverderber spielen. Du stinkst wie eine Schnapsfabrik. Weißt du, sie lieb und fragst du ihn bitte, ob er mir die Kartoffeln rüberschicken könnte? Klar. Abi, kannst du freundlicherweise Paula die Kartoffeln reichen? Und ich fände es echt gut, wenn wir das Treffen heute Abend sagen würden. Und du nicht bei uns zu Hause essen kommst. Ja. Sind Sie sicher, dass es um Emma geht? Gibt eine Attest vor. Seit Tagen nicht mehr in der Schule gewesen. Emma geht in die Schule? Ja. Aber sie ist erst 17, sie geht natürlich nicht in die Uni.